Warum sollten wir unseren Konsum hinterfragen? Nehmen wir das Beispiel Mode. Weltweit werden heute doppelt so viele Kleidungsstücke produziert wie noch vor 10 Jahren. Ein Grund? Fast Fashion. Werbung, Influencer-Marketing und andere Konsumanreize animieren ständig dazu, Neues zu kaufen. Jugendliche sind hier eine begehrte Zielgruppe. Durchschnittlich kauft jeder Deutsche 60 Kleidungsstücke pro Jahr. Der günstige Preis einer Jeans ist hart erkauft. Für die Produktion benötigt sie rund 8000 Liter Wasser und reist bis zum Verkauf im Durchschnitt 14.000 Kilometer. Die Arbeitsbedingungen in den Nähereien sind häufig sehr schlecht. Menschenrechte werden verletzt, Niedriglöhne, Kinder- und Zwangsarbeit sind Realität. Dem fertigen Produkt sieht man die Leidensgeschichte nicht an. Billige Synthetikfasern drücken zusätzlich den Preis. Sie sind einfach herzustellen. Über jeden Waschgang gelangen sie jedoch als Mikroplastik in unsere Meere und somit auch in den Ernährungskreislauf. Was können wir tun? Wir können unseren Konsum hinterfragen. Brauche ich das Produkt wirklich? Denn rund 20% unserer Kleidung tragen wir nicht. Wer hat mein Produkt produziert und unter welchen Bedingungen? Zertifizierungen zeigen, welche Produkte sozial und ökologisch produziert sind. Kleidung kann man auch gut gebraucht kaufen, reparieren oder upcyclen. Die Verbraucherbildung unterstützt dabei, diese Konsumkompetenz zu entwickeln. Nachhaltiger Konsum ist ein Bereich von Verbraucherbildung, die viele Alltagskompetenzen umfasst. Dazu gehören auch die Bereiche Ernährung und Gesundheit, Medien und Digitales, sowie Finanzen und Marktgeschehen und Verbraucherrecht. Um Sie als Lehrkraft bei der Unterrichtsgestaltung zu unterstützen, hat der Verbraucherzentrale Bundesverband den Materialkompass ins Leben gerufen. Der Materialkompass empfiehlt Unterrichtsmaterialien zur Verbraucherbildung, bewertet von unabhängigen Expertinnen und Experten. Verbraucherbildung gehört in den Unterricht. Den Materialkompass und weitere Tipps zur Unterrichtsgestaltung finden Sie auf www.verbraucherbildung.de.